Hallo Freunde des maroden Charms, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Duckside Video. Was habe ich heute für euch? Heute bin ich zu einer alten Glasfabrik gefahren. Laut Unterlagen ist die Fabrik seit 2013 geschlossen. Und wie das da drin aussieht, das zeige ich euch jetzt. Bis später. Die Firma hat im Jahr 2011 Insolvenz angemeldet. Nachdem der Insolvenzverwalter bereits das endgültige Aus für den Glashersteller verkündet hatte, gab es eine Rettung in letzter Minute. Das tschechische Unternehmen Kristall kaufte das Werk. 200 der damals 350 Mitarbeiter konnten ihren Job behalten. Zu Spitzenzeiten arbeiten über 800 Menschen hier. Doch nur zwei Jahre später meldete die Nachfolgerfirma erneut Insolvenz an. Diesmal gab es keine Rettung mehr, obwohl mehrere Investoren Interesse an einer Übernahme des Werks gezeigt hatten. Doch zu Verhandlungen kam es nicht. Der tschechische Besitzer hatte auf Kaufangebote nicht reagiert. In diesem Teil der Fabrik befinden sich einige Silos für die Mischung der richtigen Zutaten für die Glaserstellung. Hier wurde die richtige Mischung zusammengesetzt. Der Weg in das eigentliche Werk war mühsam, aber machbar. Über viele Gitterrüste, Treppen und Leitern gelang ich dann schließlich in die eigentliche Fabrik. Hier war die Energiezentrale und das Herzstück der Fabrik.
gehe weiter durch die dunklen Gänge der Fabrik. Durch einigen Türen der Werkstätten scheint Licht auf dem Flur. Ich muss etwas aufpassen. Durch die undichten Decken haben sich einige kleine Seen gebildet. Anhand der Drehbank, der Schweißerplatz und den Werkzeugen, die ich gefunden habe, gehe ich mal davon aus, dass das hier eine Schlosserwerkstatt war. Nebenan befindet sich die Elektrowerkstatt. Hier war ein kleines Ersatzteillager. Es mussten immer bestimmte Sachen sofort verfügbar sein, damit der Betrieb weiterläuft. Also wenn ich an meine eigene Ausbildung zurückdenke, dann nehme ich mal an, dass das hier die Lehrwerkstatt gewesen ist. Thank you.
Hier ist ein kleines Sortiment von den Sachen, die hergestellt wurden. Die Werkstätten und Produktion lasse ich jetzt hinter mir und bewege mich auf die andere Seite des Werkes. Was auf dieser Seite des Werkes gemacht wurde, kann ich leider nicht sagen. Aber meine Vermutung liegt darin, dass es sich hier um Versand und Verpackung handelt. Der Vandalismus auf dieser Seite des Werkes ist leider wesentlich höher als auf der anderen Seite. Vielleicht trauen sich die Einzeller im Dunkeln nicht. Ich hätte dieses Video jetzt gut und gerne noch 15 Minuten länger machen können, aber ich finde, es ist eigentlich alles gezeigt, oder der Großteil zumindest. Ich werde diese Location auf jeden Fall nochmal besuchen und dann noch einige Bilder machen, die ich euch dann in einem zweiten Teil zeigen werde. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Es stehen da doch noch einige große, riesen Maschinen da drin rum. Wie das im Einzelnen alles funktioniert hat mit der Glasherstellung oder so, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Weiß ich auch nicht, wie ich euch das erklären soll. Wenn euch das aber gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen da. Gerne auch wieder Kommentare und Anregungen unter dem Video. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Wenn ihr das Glöckchen nicht vergesst. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis später. Ciao.